Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es so, wenn eine Legislaturperiode zu Ende geht, dann werden gesetzgeberisch die Uhren auf Null gestellt. Aber es gibt Themen, die immer aktuell sind. Und zu diesem Thema gehört die demografische Entwicklung in Deutschland im Allgemeinen und das Thema Pflege, Pflege im Krankenhaus, Pflege, Altenpflege, ambulante Altenpflege, stationäre Altenpflege im Besonderen. Und es war in der letzten Legislaturperiode über die ganze Legislatur so, bis zum Schluss. Da steht vieles von, auch im Wahlprogramm bei uns drin. Und wir werden an diesen Faden auch nach der Wahl jetzt dann wieder aufnehmen und konsequent an dem Faden weiterarbeiten. Und wenn wir in der vergangenen Legislatur vieles gemacht haben in der Pflege und durchaus auch im Wahlprogramm einiges drinstehen haben, dann sind dies keine Wahlversprechungen, dann sind dies keine Wahlgeschenke, so haben Sie das formuliert in diesem Antrag, sondern das sind dann ganz konkrete Weichenstellungen für die Zukunft der Pflege in unserem Land, meine Damen und Herren. Und natürlich sind auch Fragen offen. Es sind Fragen offen zum Tarifausgleich. Es ist in der Tat ein Problem für die Krankenhäuser, wenn der Tarifabschluss höher ist als das, was sie hinterher von den Krankenkassen bekommen. Auch das haben wir aufgenommen, bereits im Krankenhausstrukturgesetz, allerdings nicht in vollem Umfang, nur ansatzweise. Wir haben im Wahlprogramm drin, dass wir das voll umsetzen möchten, den vollen Tarifausgleich. Allerdings unter der Bedingung, dass dieses Geld, dass dieser Tarifausgleich dann auch tatsächlich beim Pflegepersonal ankommt und nicht für andere Dinge verwendet wird. Und dann haben wir das Thema aufgegriffen, Ausbildung in der Pflege. Wir sind an dem Thema noch nicht zu Ende in der Diskussion. Wir haben Probezeit sozusagen uns auferlegt. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Aber eines ist klar, wir brauchen eine Offensive für die Pflegeausbildung, für junge Menschen, die ja die Auswahl haben zwischen vielen attraktiven Berufen in unserem Land und dem Pflegeberuf. Und wenn wir hier mit der Pflege konkurrenzfähig bleiben wollen und besser werden wollen, dann bedarf es hier eines deutlichen Aufschlags in der Zukunft. Und dann haben wir ein altes Thema. Das möchte ich nicht verschweigen. Und da haben wir eine offene Flanke nach wie vor. Das ist das Thema Investitionskostenfinanzierung. Nach wie vor ist es so, dass die Länder zuständig wären, 100% der Investitionskosten aufzubringen, das aber nicht tun, aus welchen Gründen auch immer. Wenn es gut geht, sind es 50%. Und die anderen 50%, die kommen aus dem laufenden Betrieb, werden aus Entgelten bezahlt. Das Geld steht nicht zur Verfügung, um die Personalkosten und Sachkosten zu finanzieren. Und was bleibt da anderes übrig, als dann eben einzusparen und einzusparen bei den größten Kostenblöcken beim Personal. Das ist das Pflegepersonal, das ärztliche Personal, aber insbesondere das Pflegepersonal. Und das kann so nicht bleiben. Wir brauchen dringend eine neue Regulierung, was die Investitionskostenförderung anbelangt, dass das Geld auch tatsächlich in der Pflege ankommt und nicht zweckentfremdet wird bei den Investitionen, meine Damen und Herren. Ein paar Sätze noch zu dem, was wir in der letzten Legislatur gemacht haben. Wir haben mit dem Umswitchen vom Versorgungszuschlag in den Pflegezuschlag mit dem Pflegeprogramm zusätzlich 830 Millionen Euro in die Pflege, in das Personal gegeben. Und zwar auch mit Anreizen versehen, sodass diejenigen Krankenhäuser, die das auch wirklich in Anspruch nehmen, besser dastehen als andere, die weniger Pflegepersonal einstellen. Das war wichtig. Und wir haben, ich habe es schon erwähnt, sind in den Tarifausgleich eingestiegen. Das werden wir jetzt fortsetzen. Und wir haben an anderen Dingen im Bereich der DRGs nachjustiert. Wir haben nachjustiert, dass pflegeintensive Bereiche, Demenz, das Thema Demenz, unmittelbar in die DRG eingepreist werden. Wir haben bei den Sachkosten gesagt, es wird überfinanziert.
Wir wollen bei den Sachkosten weniger in den DRGs haben, wollen den Krankenhäusern aber das Geld nicht nehmen, sondern stattdessen in den Pflegebereich, in den Personalbereich hineingeben. Auch das ist schon geschehen. Und zu guter Letzt, zum Ende der Legislatur, haben wir Pflegepersonaluntergrenzen auf der Grundlage eines Kommissionsergebnisses der Selbstverwaltung in Auftrag gegeben, diese zu erarbeiten in der nächsten Koalition. Aber eines ist klar, Anhaltszahlen, so wie Sie es im Antrag formuliert haben, das kann nicht der richtige Weg sein. Zu unterschiedlich sind die Aufträge der Krankenhäuser, vom normalen Grundversorger bis zur Uniklinik, zu aufwendig, zu bürokratisch. Und wir wollen ja das Pflegepersonal von Bürokratie entlasten und nicht weitere Belastungen in der Pflege einführen durch noch mehr Bürokratie. Deswegen sind Anhaltszahlen der falsche Weg. Ich bin sicher, dass die Selbstverwaltung an der Stelle zu klugen Regelungen kommen wird. Ihr Antrag ist insofern nicht zielführend, aber ich habe hier große Hoffnung, dass, wie gesagt, die Selbstverwaltung selber zu Lösungen an der Stelle kommen wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Lothar Riebsam. Der nächste Redner in der Debatte, Dr. Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion.